Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Destiny-Video von mir. Ich habe hier den ersten Teil nochmal solo gemacht, neben dem ich das als Jäger bereits solo gemacht habe, dachte ich mir, ich mache das als Titan doch auch noch solo. Wie ihr wisst, müsst ihr hier zu Beginn die Plattform aufladen, die Brücke vorbereiten, dass sie langsam da ist. Damit ihr das Ganze auch als Titan machen könnt, braucht ihr übrigens den Helm, bei dem die Gegner geblendet werden. Das ist der Helm des 14. Heiligen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Die Waffe spielt grundsätzlich nicht so eine große Rolle, da kann man mit vielen Waffen reingehen. Ich habe jetzt den Schicksalsbringer genommen, weil der ziemlich stark ist. Hier Helm des 14. Heiligen, ich zeige es da gleich noch. Und Schicksalsbringer und natürlich das Gjallarhorn, weil es einfach unglaublich stark ist, das Gjallarhorn. Ich zeige da auch gleich noch die Skillung, die ich drin habe. Da war ich ein bisschen sehr schnell unterwegs. Ich habe da den Verteidiger natürlich, unantastbar. Dann Bastion, das die Dämmerung länger hält. Segen des Lichts habe ich gegen Panzerung des Lichts eingetauscht. Ich habe es jetzt zwar hier drin, aber ich habe es so oft versucht, dass ich dann Panzerung des Lichts genommen habe, weil es viel stärker ist. Handgranaten, die, warum seht ihr dann gleich? Ist ziemlich wichtig, dass ihr die Handgranate reinwerft. Weil man da immer zwischen der Bubble und der Handgranate abwechseln kann. Ich werde da immer öfters auf das Teil raufspringen und von hier oben dann agieren, warten, bis die Granate sich wieder ein bisschen aufgeladen hat und so weiter und so fort. Jetzt seht ihr, wie die Granate funktioniert. Ihr könnt sie an die Wand werfen und es tötet fast alle Gegner. Dann hätten wir die Bubble. Auch möglichst viele Gegner töten in der Bubble, dass natürlich der Super sich wieder auflädt, dass man den da fast wieder ready hat, wenn man weitergeht. Jetzt habe ich die Hälfte bereits wieder da. Und wenn ich da noch ein paar Gegner erschieße, ist sie dann bald auch schon wieder voll. Aus diesem Grund, wenn die Bubble aktiv ist, möglichst viele Gegner töten, um den Super wieder aufzufüllen. Wieder genau das gleiche Spiel. Immer schön auf die Gegner feuern und aufpassen, dass es nicht explodiert. Ich hatte da auch einige Versuche, da bin ich zu lang an den Säulen gestanden, an der Lichtquelle. Und dann bin ich durch die halbe Map geflogen, als das Ding dann explodierte. Das war nicht unbedingt das, was ich wollte. War zwar ganz amüsant, aber nicht das Ziel der Sache. Hier nochmal die Handgranate, wie man die ganz gut gebrauchen kann. Ich springe da gerne noch hoch, warte da noch einen Moment. Das liegt daran, dass die Handgranate sich natürlich wieder aufladen muss. Und umso länger ich da an einem Punkt stehen bleiben kann, umso früher kann ich die Nade wieder gebrauchen. Aus diesem Grund warte ich da. Zack. Jetzt habt ihr gerade gesehen, warum ich Panzerung des Lichts drin habe. Weil da so viele Gegner hinten sind, wenn ich da mit Segen gespielt hätte, wäre ich glatt gestorben. Die hätten mir den Schild einfach weggeschlagen und ich hätte das nicht überlebt. Das wird auch später dann noch sehr interessant, wenn ich dann die Plattform verteidigen muss. Die Ritter sind ein bisschen ein Problem, aber die kann man da mit einem Raketenwerfer ganz souverän töten. Wieder hochhopsen, Zeit ausnutzen, warten bis es dunkelrot ist und dann springen und rennen.
könnte da auch ein MG mitnehmen. Da ist natürlich einfach die Frage, hat man genug schwere Munition? Der Schicksalsbringer ist aus diesem Grund natürlich super geeignet, weil ein Headshot das Ganze, weil ein Headshot die ganze Horde, die jemanden verfolgt, einfach weg explodieren lässt. So, nochmal die Nate. Sehr ideal. Wenn man da mit mehreren Spielern unterwegs ist, kann man sich das auch aneignen, das so zu machen. Braucht noch ein bisschen Koordination mit dem Team, aber ist auch eine Handgranate, die sehr effizient ist in diesem Abschnitt vom Raid. Ja, wieder möglichst viele Gegner töten. Und weiter geht's. Ich hatte mich da ein bisschen verrannt. Hatte mich auf der linken Seite positioniert, hätte mich eigentlich auf der rechten Seite positionieren müssen. Aber spielt nicht ganz so eine große Rolle. Es wäre nur ein bisschen schneller gegangen. So langsam nähern wir uns der Plattform, die ich verteidigen muss. Da vorne hat man es kurz gesehen, da muss ich hin. Und jetzt kommt die Bubble ins Spiel. Der Jäger hat hier die Unsichtbarkeit, der Titan die Bubble. Mit dem Warlock ist es fast nicht möglich. Ich werde es noch probieren, bis hierhin komme ich, aber ich kann die Plattform dann nicht verteidigen. Ihr seht jetzt, da kommen en masse Gegner. Mein Super ist schon fast wieder voll. Zack. Und fast alle sind tot und der Super ist wieder da. Das heißt, wenn ich wenig Lebenspunkte hätte, könnte ich einfach die Bubble neu machen und die Panzerung ist nochmal neu auf mir drauf. Also das heißt, der Schild ist nochmal da. Und auch immer schön fausten, damit die Machtbarriere aktiviert wird. Ich habe jetzt die Bubble nochmal gesetzt. Nicht, dass mir dann die Bubble abläuft und ich da sterbe. Es ist ziemliche Hektik, wenn man da das Solo verteidigt. Wenn ihr das auch ausprobieren möchtet, steht möglichst weit hinten bei der Bubble, weil die Gegner, die möchten euch schlagen, springen dann rein und vollenden den Schlag nichtsdestotrotz noch und machen euch dann auch gleich Schaden. Jetzt kommt dann der Moment, zack, und ihr seht es, gleich wieder alles oben. Das heißt, die Explodierer hatten mich fast, aber ich habe es hingekriegt, indem ich nochmal eine neue Bubble gesetzt habe. Da wären wir schon durch, an der Stelle hier auch verrate ich oder erzähle nochmal den Trick. Ich habe das jetzt hier solo gemacht. Habe dann noch einen Kumpel eingeladen, der 27 war und den Teil noch brauchte. Das war eigentlich auch der Hauptgrund, dass ich das nochmal probiert habe, solo. Und natürlich, weil mich der Ehrgeiz gepackt hat, das auch alleine als Titan zu schaffen. Jetzt könnten natürlich alle Spieler joinen, die das noch bräuchten, die zu low sind. Und ihr hättet auch die Gegenstände dann. Ihr seht, da sind gleich zwei Spieler noch gejoint, weil die beiden brauchten das noch. Der Ogre war da ein bisschen gefährlich. Aber das Gjallarhorn hat seine Pflicht erfüllt, wie immer.
So, noch eine schöne Handgranate. Nicht ganz. Wir warten das bisschen noch, bis die da sind, und dann renne ich gleich ins Licht. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Ich würde mich über Likes freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen.